It happened hundreds of years ago. That night, he lost himself and became nothing. That night, he made a decision that cost a life. But not just any life. The life of his child. His only daughter. The best part of himself. That night, he lost himself and became nothing. He was the first, but not the last. Ja, Redemption Cemetery mit einem Fuß im Grab. Es klingt schon mal sehr spannend und das Bild gefällt mir mega gut, der skelettartige Reiter. Aber ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen an der Musik drehen. Und natürlich möchte ich auch den eigenen Zeiger. So, jetzt machen wir ganz klein wenig leiser. Ja, willkommen zu einem neuen Abenteuer. Ich bin richtig gespannt. Es ist ein neueres Spiel aus der Redemption Cemetery Reihe. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch gleich mal auf den Friedhof und schauen mal, was da los ist. Achso, wir gehen erstmal hier hin. So, und natürlich machen wir das hier wieder weg. Hilfreiche Nachrichten, das brauchen wir nicht. Und komm, das machen wir auch weg. So, aber hilfreiche Nachrichten, die lasse ich mal an. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen laut. You knew it was Karen right away. Only she would show up after midnight. But you'd forgive her showing up at any hour. Because she was the best journalist you had. And this time, she'd outdone herself. She only had a fragment of the story about a strange cemetery kept under heavy guard. You weren't sure at first why Karen would bring this to you until something caught your eye and you realized this was the story of a lifetime. In minutes, you were ready to head to the site of the footage. Once again, Karen proved why she was the best. Why past tense, you ask? Well, that's a long story. Keine Anleitung natürlich. Ja, warum in der Vergangenheit? Wir können es uns schon denken, aber wir werden es herausfinden. Ich bin gespannt. Wir sprechen erstmal mit ihr. The locals complain about strange noises and lights coming from the cemetery, but it's under 24-hour guard. Die Anwohner haben sich über seltsame Geräusche und Lichter auf dem Friedhof beschwert, aber er wird doch 24 Stunden am Tag bewacht. Can you talk to the guard? Try to distract him so I can sneak past. Kannst du mit der Wache sprechen? Versuche, ihn abzulenken, damit wir uns einschleichen können. Stimme Karens Plan zu. Versuche, Karen davon zu überzeugen, dass ihr Plan keine gute Idee ist. Ach was. Take my notebook. It has all the details I've gathered so far. Nimm mein Notizbuch. Da stehen alle Details drin, die ich bisher gesammelt habe. Sehr gut, dann wissen wir nämlich mal, worum es geht hier. So, wir haben erstmal einen Stift, und zwar einen Bleistift. Ich hoffe, wir finden auch noch einen Anspitzer. So, die Anwohner beschweren sich häufig über seltsame Geräusche und Lichter auf dem Friedhof. Das ist alles? Keine Kamera, okay. Meine Geschichte sollte Licht in die Sache bringen. Doch je mehr Antworten ich fand, desto mehr Fragen hatte ich. Ja, das kenne ich auch. Okay, so, dann gucken wir doch mal kurz in den Kinderwagen und finden ein Metallherz und eine komische Puppe. Der Faden ist zu fest, um ihn zu zerreißen. Aber ich nehme mal den Stein mit. So, ah, das finde ich ja mega gut. Ich glaube, das ist für Zigaretten. Ugh.
Ein Buggy in der Nähe eines Friedhofs ist beunruhigend und mit einer Puppe drin ist es noch schlimmer. Und ich glaube, die Musik ist immer noch ein bisschen laut. Ein bisschen leiser machen. So, dann sprechen wir mal mit ihm. This is a secure area. You can't be here. Hey, dieser Bereich ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie können sich hier nicht aufhalten. Ich will mich nicht aufhalten, ich will durchgehen. Frage, warum der Friedhof bewacht wird. Hey du, warum wird der Friedhof bewacht? I'm not authorized to tell you anything. Ich bin nicht befugt, Ihre Antworten zu beantworten. Ach nee, Ihre Fragen zu beantworten. Ups. Erzähl ihm von dem Video. Von welchem Video? What? I levitated. That's ridiculous. Was? Ich hab geschwebt? Das ist doch lächerlich. So leicht bin ich denn auch nicht. Biete ihm ein Schmiergeld an. Oder gib auf. I'll pretend I didn't hear that. Now, you have 3 minutes to get out of here. Ich will mal so tun, als hätte ich das nicht gehört. Sie haben 3 Minuten, um von hier zu verschwinden. Gut, 3 Minuten reichen mir. Oh nein, der Hase. Die Batterien funktionieren noch. Den muss jemand vor kurzem verloren haben. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Metallherz und einen Stein. Achso. Oh, hier kommt ein Metallherz rein. Jetzt fehlt nur noch der Schlüssel. Hoffentlich greifen die mich nicht an, wenn ich den Schlüssel finde. Ja, Fledermäuse. Oh. Bist du schon drin? I'm beginning to think the guards aren't keeping the cemetery safe from people, but keeping people safe from the cemetery. Ich fange langsam an zu glauben, die Wachen schützen nicht den Friedhof vor den Menschen, sondern die Menschen vor dem Friedhof. You wouldn't believe what I saw. What or who? I don't even know, but it sure wasn't human. Sie werden mir nicht glauben, was ich gesehen habe. Was oder wer? Das kann nicht mal ich sagen. Aber menschlich war das nicht. I managed to take a photo, but it's stuck in the camera. I think the batteries are acting up. We have to find a way to show the guard so he can do something. Ich habe ein Foto gemacht, aber die Kamera spinnt. Ich glaube, es sind die Batterien. Wir müssen es aber irgendwie der Wache zeigen. Okay, dann gebe mal. Oh, was? Oh, was ist passiert? Wo ist Karen? Und warum habe ich Kopfhörer auf? Okay, ich brauche einen Schnaps. Eine Flasche. Mit einer Batterie drin. Oh nein. Wie ist das möglich? Karen Murphy. Wir trauern um Karen Murphy, unsere gute Freundin und geschätzte Kollegin, die für ihre unglaublichen Geschichten bekannt war. Karen kam bei ihren Ermittlungen ums Leben. What? Am 14. November 1983. So, die müssen wir jetzt erstmal hier kaputt machen. Jawohl. Dann nehme ich mir noch die kaputte Flasche mit. Schneide mir den Stoffhasen auf. So geht das. Wie man Spielzeug kaputt macht, weiß ich. Nehme ich sehr gut. So können wir das hier. Na, wahrscheinlich nicht. Achso, erstmal aufmachen. So. Jetzt mal die Umwelt verschmutzen. Ui. Mann, der sieht so mega aus. Davon hätte ich gern Poster. Jetzt verstehe ich, warum Karen so verängstigt war. Ich sollte der Wache das Foto zeigen. Er passt so zu Gunther von Hagen. Also, in die Ausstellung. Ja, was haben wir denn hier noch? Anhänger. Ach ja, warte mal. Ja, ein Eisensarg. Die Puppe sieht aus, oh weia. So, wir haben den ersten von 3 Schädeln. Na gut, alter Mann, bitteschön. Are you serious? Trying to tell me there's a living skeleton riding around the cemetery on horseback? Wollen Sie mich veräppeln? Ein lebendes Skelett, das auf dem Pferd auf dem Friedhof herumreitet? Drohe damit, das Foto an die Presse weiterzugeben. Die Bild-Zeitung kauft alles. Okay, okay, I'll take a look around. Just don't let this get out. The locals already have too many ideas about this place. Okay, okay, ich sehe mich mal um. Reden Sie nur nicht so viel davon. Die Anwohner haben schon genug Flausen im Kopf. War das ein Schuss oder ein Donner? Und epische Musik, das Spiel gefällt mir jetzt schon gut.
So, dann wollen wir mal weitermachen. Also, hier fehlt uns... was fehlt uns denn hier? Huch. Escape bei Wimmelbild spielen und Vorwärtstaste drücken. Das funktioniert irgendwie nicht. Das habe ich vergessen. So, ein Schlüssel. Ach so, kann ich... Entschuldigung. Ja. Da war mein Skelett drin. Okay, ich nehme mal die Finger von der Tastatur. So. Was haben wir denn hier? Eine Lampe. Ah. Oh nein, wie cool ist das denn? Okay, können wir denn jetzt hier durch? Hilfe. Ja, da haben wir ihn ja, unseren unheilvollen Reiter. Schick sieht er aus. Diese Statue hat eine frappierende Ähnlichkeit mit dem Skelett auf dem Foto. Ach was. Okay, wir sind auch ein Blitzmerker. Warte mal, da konnte ich doch... Nee, kann ich nicht. Okay. So, hier haben wir ein paar Kreuze. Hier haben wir eine Madonna oder sowas. Nicht. Hm? Oh, warte mal. Hm? Nee, okay. Aber wir können bestimmt noch irgendwo ein Foto machen. So, hier haben wir einen Geier. Oh nein, mit einer Krawatte. Ich weiß, wo ich diesen Schlüssel benutzen kann. Ja, ich auch. Nur das irgendwie abmachen. Ich habe natürlich die Flasche wieder auf weggeschmissen. Help! Get me out of here! Hilfe, holt mich hier raus! Karen, halte durch, ich werde dich befreien. Wir brauchen nur ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel noch zwei Totenschädel. Da ist der Wachmann. Vor wem versteckt er sich? Hide! Psst, versteck dich! Frage nach Karen. I haven't seen anyone, but you were right. The skeleton definitely isn't a statue. It's alive. Ich habe niemanden gesehen, aber sie hatten recht. Das Skelett ist keine Statue. Es lebt. Sag ich doch. Klopfe dem Mann auf die Schulter, um ihn zu beruhigen. Klopfe der Skelettstatue auf die Schulter, um deine Nerven zu beruhigen. Oh nein, wie cool ist das denn? Komm, wir klopfen ihm jetzt erstmal auf die Schulter. No touching. See for yourself, the skeleton in the photo is different from the statue. How is that possible? Lassen Sie das. Sehen Sie doch. Das Skelett auf dem Foto unterscheidet sich von der Statue. Wie ist das möglich? Do what you want, but my life is more important than this job. I'm not staying here one second longer. Machen Sie, was Sie wollen, aber mein Leben ist mir wichtiger als dieser Job. Ich bleibe hier keine Sekunde länger. Dankeschön für das Foto. Oh, cool. Ich bin Poster. Oh, wir brauchen einen Bleistift. Ja, komm, auf den ersten Blick sieht er ein bisschen aus wie Michael. Also, 12 Unterschiede. Wir brauchen erstmal die Uhr. Die ist ja schon mal. Dann hat das Pferd einen Nasenring. Das Ohr knickt hier so ab. Hier ist irgendwie was drauf. Das Gewehr ist anders. Dann, der Totenschädel ist auch andersrum. Hier ist auch irgendwas. Nicht? Es sieht aber so aus, das will ich mal so sagen. Okay, was brauchen wir denn noch? Oh Gott, 6 Stück brauchen wir noch. Also hier nicht. Aha, das. Dann hier, die glühenden Augen, die sind wahrscheinlich nicht davon betroffen. So, der Pony... Hier fehlen die. Ah, nee, die sind da, die Haare. Okay, so. Der hat hier Krauslocken und der hat ja auf der anderen Seite eine Dauerwelle. So, das Gewehr hatte ich ja schon. Hm. Ach, hier ist noch was. Okay, 3 Unterschiede brauchen wir noch. Der Stiefel reicht auch nicht bis oben. Ist hier mehr Gebüsch? Nee. Das habe ich mir eingebildet. Okay, was haben wir da oben? Naja, ich glaube, es ist nur eine andere Perspektive. Okay, so, der Gürtel scheint zu stimmen. Ja, komm, die Augenringe sind ganz anders. Krawatte? Nee. Ah, hier ist die Hand, die fehlt. So, das haben wir. Das hatten wir ja auch schon.
Der Schädel ist richtig. Boah, noch einen einzigen. Ist hier noch irgendwas? Ja, genau. Okay. Wer bist du? Und möchtest du auf mein Poster? Ah, human. You are indeed persistent. Yes, I am alive. So, what happens next? Ja, Menschlein, du bist ja ganz schön hartnäckig. Ja, ich lebe. Und nun? Verfalle in Schockstarre. Oh nein, wie cool. Oh Gott, ich mach mal einen auf Ohnmacht. I do not hear the sounds of cowardly flight. This is encouraging. Perhaps you and I can make a deal. Ich höre keine Töne feiger Flucht. Das ist ermutigend. Vielleicht können wir ja eine Abmachung treffen. I am the keeper of the cemetery. And despite my lack of sight, I know everything about you. Ich bin der Hüter dieses Friedhofs. Und obwohl ich nichts sehe, weiß ich alles über dich. Okay. I know you seek your friend with the fiery hair. Due to her curiosity, she has been trapped. Ich weiß, du suchst nach deiner Freundin mit den feurigen Haaren. Ihre Neugierde hat sie in eine Falle tappen lassen. She now has only one foot in the living world. Sie steht gewissermaßen mit einem Fuß im Grab. Ist wörtlich genommen? Versuche einen Weg zu finden, Karen zu retten. I am blind and cannot help you. The Raven was my eyes for many years, but he is encased in stone. Ich bin blind und kann dir nicht helfen. Der Rabe ersetzte mir viele Jahre lang das Augenlicht, doch jetzt ist er in Stein eingeschlossen. I lost part of the amulet which can bring him back to life. Find it, release the Raven, and then I will help you. Ich habe einen Teil des Amuletts verloren, das ihn wieder zum Leben erwecken würde. Finde es, befreie den Raben und ich helfe dir. So einfach ist das. Rabenamulett. Ja, mega. Der Friedhofswächter will seinen Raben wiederhaben. Okay, so, ich habe ein Stück von der Säge. Ein Foto für Instagram? Nein. Okay, so, eine Säge. Beziehungsweise ein Sägeblatt. Ja, ja, wir kommen bald wieder. Ja, das muss ich irgendwie noch aufkriegen. Kriege ich das irgendwie... Ach, Moment mal. Oh, komm schon. Können wir jetzt nicht hier mit der Krawatte? Hier unten ist nichts mehr. Die kriegen wir auch nicht ab. Ich brauche dafür wahrscheinlich echt die Säge. Und die Musik könnte jetzt tatsächlich noch ein bisschen lauter sein. So, zu laut? Okay, so, dann gehen wir mal weiter. Gucken hier nochmal. Ah ja. Steckt fest. Wäre eigentlich eine Karte? Nee, aber wir haben das Notizbuch. Wenn das wirklich stimmt, hat Karens Spürnase eine Sensation gewittert. Ja. Das hat sie dann auf jeden Fall. So, wie kriegen wir den denn jetzt ab? Tja, der braucht sein Amulett. Ah ja, die Schädel. Warte mal, habe ich hier auch wirklich alles abgesucht? Gibt es hier irgendwo ein Sägeblatt? Irgendwo muss ich doch was finden. Ah, wir haben eine Karte. Nee, haben wir. Doch, haben wir doch. Okay, hier ist was zu tun. Tja, die Frage ist nur was? Er könnte mir mal seine Schädel leihen, dann könnte ich die an die Tür machen. So, wie kriege ich den denn ab? Da kommt ja auch noch ein Skelett rein.
So, und dann haben wir das. Das steckt fest. Ja, ich habe aber auch kein Werkzeug. Ich habe hier gar nichts. Ja, ich weiß, wo ich diesen Schlüssel benutzen kann. Ja, ich auch. Aber wie bekomme ich ihn? Oder muss ich das erstmal da reinstecken? Ah, ich muss erstmal da reinstecken. Okay, so, dann brauchen wir ein weiteres Teil. Aber wir haben erstmal den Schlüssel. Sehr gut. So, wo waren das jetzt? Das war hier oben. Okay, ich weiß nicht, ob ich da reinfassen möchte, aber ich kann zumindest das Skelett nehmen. Und den Anhänger. Wow. Ja, das muss ich auch sagen. Echte Wow. Diese Fledermäuse sind wirklich aggressiv. Ich muss sie verscheuchen. So, jetzt machen wir das erstmal hier rein. Huch. Oh nein. Oh, der hat den Arm unten. Auf der anderen Seite kann ich nichts sehen. Aber ich nehme mal an, der liegt da wie eine Eins. So. Gut. Eisensarg. Dann gehen wir mal weiter. Der Eisensarg, wo kommt der hin? Nee, warte mal, wo war denn das gewesen? Bei ihr hier vorne? Ja, bei ihr. Okay, wir haben die Lampe. Können wir doch erstmal hier mit der Lampe ran. Eliminiere alle 20 tollwütigen Fledermäuse. Halte die Lampe vor eine Fledermaus und zünde sie an. Oh nein. Mein Traum wird wahr. Boah, krass. Ja, das wollte ich schon immer mal machen. Also nicht... Also mit Feuerspielen meine ich natürlich. Cool. So, wie viel brauchen wir denn noch? Da ist noch eine. Da oben. So, du kannst auch weg. Oh, das ist cool gemacht. So, die nehmen wir auch. Verschwinde. Machst mir keine Angst. So, da ist noch eine. Also meinetwegen können auch 50 Fledermäuse hier rumhüpfen. Die Musik dazu, herrlich. Okay, so, wir haben den Goldraben. Kommt der damit dran? Jemand hat den Kranz geklaut. Ja, ja, ich war es aber diesmal nicht. Hey, ein Schädel. Ja, er lebt. At last I can see. What a marvelous night. Rain, darkness and decay. All the things I love. How I have missed this. Endlich kann ich wieder sehen. Was für eine wunderbare Nacht. Regen, Dunkelheit und Verfall. Alles, was das Herz begehrt. Nun, du weißt schon, was ich meine. Auf jeden Fall. Bitte ihn, Karen, freizulassen. Release her? Ah, human. Your friend has come under the influence of powers outside my control. Freilassen? Was für eine hübsche Idee. Aber deine Freundin steht unter dem Einfluss von Mächten, bei denen ich nichts ausrichten kann. Gar nichts. All I can do is help you get into the crypt. But if you enter, I cannot guarantee either of you will ever get out. Ich kann dir nur helfen, in die Gruft zu gelangen. Aber ich kann nicht garantieren, dass ihr sie wieder verlassen könnt. Here is a key to the crypt. The skull. Dieser Schädel hier ist der Schlüssel zur Gruft. Ja, danke schön. A raven will help you with the other keys. I would suggest that you don't waste time. You haven't much to spare. Ein Rabe wird dir mit den anderen Schlüsseln helfen. Ich schlage vor, du machst dich auf die Socken. Viel Zeit bleibt dir nicht. Okay, danke für den Raben.
Dann gehen wir mal weiter. Oh nein, mir fehlt immer noch ein Schädel. Kranz. Ach ja, den habe ich gar nicht mitgenommen. Dankeschön. So, jetzt aber hoch. Der Friedhofswärter hat gesagt, dass Krähen mir helfen können. Aber wie? Das war eine ganz tolle Hilfe von dem Raben. Ich freue mich. Fülle die Löcher mit Totenköpfen. Wähle einen Totenkopf aus und bewege ihn. Die Totenköpfe können sich gegenseitig beeinflussen. Huch. Beeinflussen. So, der ist schon mal richtig. Der ist einzeln. Aha, der ist so. Der ist so. Gehst mal runter und du gehst dahin. Tja. Soll ich dazu sagen? Ich habe geübt. Oh, cool. Da geht's aber tief runter wahrscheinlich. Oh nein, wer sitzt da denn? You're just in time. I have no idea what's going on here. I reached for the scepter and this thing grabbed me. Du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich wollte mir gerade das Zepter nehmen und dann packte mich plötzlich dieses Ding. Look, there's something attached to the scepter. Maybe it's a clue. Oh, and when you get around to it, could you get this thing away from me? Sieh mal, da ist etwas am Zepter befestigt. Vielleicht ein Hinweis. Oh, und falls du kurz Zeit hast, kannst du mir dieses Ding von mir wegzerren? Ausnahmsweise. Aber nur, wenn ich Zeit habe. Aktiviere alle drei Altäre. So, was haben wir denn hier? Wow. Ist das der Höllenschlund? Es muss einen Weg geben, diese Skelette zu zerstören. So, hier haben wir schon mal das erste Zepter. Vielleicht hilft es, wenn ich das fehlende Teil finde. Könnte sein. Ich bin froh, dass das klappt. Ey, das ist richtig cool gemacht. So, den bewegen wir auch. Oh nein, was habe ich nur getan? Wer ist das? Ja, das würde ich ehrlich gesagt auch gerne wissen. Aber die Auflösung kommt dann beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.